Ich hoffe, das hält. Entwickler Pendulo bittet schon zum Launch um Entschuldigung für den Zustand seines neuen Spiels und verspricht, innerhalb der kommenden Wochen nachzubessern. Doch ist der Zustand des Tim und Struppi Abenteuers wirklich so schlimm oder das Spiel unterm Strich dennoch empfehlenswert? Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch herzlich zum neuesten Test von Gamers Global. Diesmal geht es um Pendulos Tim und Struppi, die Zigarren des Pharaos, das entgegen der zwischenzeitlichen Ankündigung nun bei uns als Tim Reporter in den Stores steht, wobei ich diesen Titel damit zum ersten und letzten Mal verwendet habe. Da Publisher Microids uns weiterhin keine Testversion zur Verfügung gestellt hat, haben wir das Spiel selbst für Xbox Series gekauft. Ob bei mir am Ende Lust oder Frust überwiegt, erfahrt ihr in den folgenden Minuten. Struppi, wo willst du denn hin? Warum rennst du so? Wie der Name bereits verrät, basiert das Spiel auf dem gleichnamigen Comicband des Belgiers Hergé. Das spanische Entwicklerstudio hält sich dabei aber nur im Kern nah an der Vorlage und schmückt die Geschichte an einigen Stellen aus. Das gilt nicht zuletzt natürlich für das Gameplay, wobei das neue Tim und Struppi-Spiel mit einer Mischung aus klassischem Adventure und Action-Abenteuer am besten beschrieben ist. Hier erwarten euch also relativ klassische Puzzles, die zumindest im Ansatz mit den Rätseln aus Pendulos Adventure Hit Runaway vergleichbar sind. Die knobligeren Aufgaben haben dabei aber überwiegend eher Minispielcharakter. In einem Pharaonengrab müsst ihr beispielsweise die Lichtstrahlen an einen bestimmten Punkt im Raum umlenken. Später, im heutigen Saudi-Arabien, gilt es unter anderem die korrekte Kombination für einen Wandsafe herauszufinden oder die richtige Frequenz an einem Funkgerät einzustellen, um ein Ablenkungsmanöver zu starten. Es gibt auch so etwas wie Inventar- und Kombinationsrätsel. Meist müsst ihr dabei aber lediglich die notwendigen Objekte in der Umgebung einsammeln, die Tim dann automatisch an den dafür geeigneten Stellen einsetzt. Voraussetzung fürs Einsammeln und Verwenden ist meist, dass Tim beim Untersuchen der Hotspots zunächst auf die passende Idee gekommen ist, was die ohnehin hohe Linearität des Spiels zusätzlich betont. In dieser Szene einfach so den Besen und einen Haken verbinden, um damit eine Wandkarte aufzurollen, geht also nicht. Tim muss erstmal erkennen, dass der Besenstiel allein nicht reicht. Also, mal sehen. Aha! Wirklich nachdenken müsst ihr jedenfalls nur manchmal. Das soll aber keineswegs bedeuten, dass es nicht auch ein paar schöne Rätsel im Spiel gäbe. Fans klassischer Adventures kommen dennoch nur sehr begrenzt auf ihre Kosten und bekommen es nicht nur gefühlt viel stärker mit Actionsequenzen zu tun. Hey, Vorsicht! Entschuldigung! Wie bei dieser Jagd nach einem vom Wind weggetragenen Schriftstück gleich zu Beginn, handelt es sich bei den Actionsequenzen meist um Verfolgungs- und Fluchtpassagen, in denen ihr kleine QTEs bewältigen müsst. Die Laufsteuerung für Tim ist dabei halbautomatisch, ihr könnt also kaum vom richtigen Pfad abweichen. Kollisionsfehler oder auch, dass mal der Wechsel des Kamerawinkels nicht richtig funktioniert, können aber genauso schnell zum Scheitern führen wie zu viele Fehlangaben in den Quicktime-Events. Diese Sequenzen sind zwar ausnahmslos in sehr kurze Checkpoint-Häppchen unterteilt, was auch für die wesentlich stärker manuell gesteuerte Flucht mit einem Flugzeug durch eine Schlucht gilt. Aber man kann leicht und entsprechend oft scheitern, was in Action-Passagen gerne mal einen Großteil ihrer atmosphärischen Wirkung raubt. Noch schlimmer ist das aber an anderen Stellen, die spielmechanisch sogar eigentlich besonders seicht sind. Tim muss später beispielsweise ein Infanterietraining absolvieren und muss beim Antreten korrekt Abstand halten. So primitiv die Aufgabe an sich ist, und ich glaube nicht, dass das nur mir so geht, passieren dabei Schnellfehler, sodass man solchen Kack womöglich zigmal wiederholen muss. Mich nervt das, auch da ich das Gefühl habe, dass Pendulo hier ganz bewusst versucht, ein bisschen extra Spielzeit rauszukitzeln. Das ist zum Teil auch bei den Schleichpassagen der Fall. Dabei gilt es zwar auch mal, im richtigen Moment weiterzugehen, um nicht von einem Suchscheinwerfer erfasst zu werden. Oder darum, den richtigen Moment abzupassen, in dem gerade die Wachen in eine andere Richtung gucken. Gerade die Blickrichtung ist aufgrund der begrenzten Kamera aber nicht immer gut bei allen gleichzeitig zu erkennen, was allerdings nicht der einzige Trial-and-Error-Bestandteil der Spielmechanik ist. Denn Trial and Error gibt es teilweise auch in den Abschnitten, in denen ihr struppig steuert und eine ziemlich miese, unpräzise Sprungsteuerung nutzt. So gilt es an einer Stelle, eine Katze durch den Raum zu jagen, um ein bestimmtes Ereignis auszulösen. Je nachdem, aus welcher Richtung ihr euch nähert, wechselt die Katze ihren Standort, kehrt dabei aber womöglich auch zum Startpunkt zurück.
Wohin ihr den Stubentiger eigentlich jagen müsst und wie euch das gelingt, müsst ihr aber letztlich durch Ausprobieren herausfinden. Das ist wirklich schade, denn gerade die Passagen mit dem Blick auf Struppis feuchte Nase hätten so viel Spaß machen können. Da ist die Kellertür, Schulze. Sperr ihn ein. Ich? Das größte Problem von die Zigarren des Pharaos sind aber die zahlreichen handwerklichen und technischen Macken sowie einige in dem Zusammenhang fragwürdige Designentscheidungen. Ich habe nicht mitgezählt, aber bei mir wurden mehrfach plötzlich sämtliche Hotspots nicht mehr angezeigt, wobei auch die Interaktionsmöglichkeit mit ihnen dann nicht mehr gegeben war. Da hilft nur die Rückkehr ins Hauptmenü, um vom letzten Checkpoint aus neu zu starten. Dabei wiederum tritt immer wieder ein anderer Fehler auf, durch den ich Tim dann nicht mal mehr bewegen kann. Das einzig Gute dabei ist, dass das komplette Schließen des Spiels letztgenannten Fehler bereinigt und der letzte Checkpoint dabei nicht verloren geht. Dumm wiederum ist, dass euch dieser Checkpoint auch mal vor eine längere Zwischensequenz zurückwirft, die ihr generell nicht überspringen dürft. So erklärt sich auch, weshalb ich irgendwas zwischen 8 und 9 Stunden für die Zigarren des Pharaos brauchte, was ohne Bugs geschätzt locker in unter 7 Stunden möglich wäre. Es gibt noch weitere Bugs und sonstige Fehler, die teils die Spielbarkeit, teils die Atmosphäre oder eben auch beides zusammenstören. Zu ersterem zählen etwa die Grafik-Lags, die vornehmlich in den Fluchtpassagen auftreten. Atmosphärische Abstriche ergeben sich zumeist durch vereinzelt komplett fehlende oder auch in der an sich gut vertonten deutschen Fassung auf Englisch abgespielte Dialogzeilen oder Fehler in der Soundabmischung. Shame, indeed. Diese eher kleineren Unzulänglichkeiten wären an sich verschmerzbar, kommen hier aber eben zu größeren Problemen noch obendrauf. Das ist einfach zu viel, als dass die prinzipiell hübsche Präsentation oder das meistgekonnte Einfangen des Humors der Vorlage die zahlreichen Schwächen überwiegen könnten. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Tim und Struppi, die Zigarren des Pharaos, hätte ein tolles Spiel werden können. Der Grafikstil gefällt mir gut und ich finde, dass Pendudo die Vorlage insbesondere in Bezug auf den Humor weitgehend gelungen einfängt. Auch die Mischung aus Rätseln und Action passte für mich an sich. In beiden Bereichen glänzt das Spiel aber schon nicht mit außergewöhnlichen Ideen, was allein eine Top-Wertung unmöglich machte. Tauge nichts! Kretin! Bahnhofspenner! Im aktuellen Zustand allerdings sind die Probleme deutlich größer und in Teilen wohl auch nicht mehr korrigierbar, da sie mehr auf schlechtes Design als auf handfeste Bugs zurückzuführen sind. Völlig inakzeptabel sind zudem die vorhandenen Fehler, die mich immer wieder zu einem Neustart zwingen, weil plötzlich Hotspots nicht mehr verfügbar sind oder sich Tim erst gar nicht mehr bewegen lässt. Ich weiß nicht aus eigener Erfahrung, ob das auf PC oder PS5 anders ist. Die von mir gespielte Version auf Xbox Series X verdient sich allerdings keine gute Note und aktuell eine Kaufwarnung an alle, für die grobe Bugs ein No-Go sind. Meine persönliche Wertung lautet 5.0 von 10. Diesen Test gibt es auch als Text auf gamersglobal.de. Sollte euch dieses Video gefallen haben, hinterlasst wie immer gerne einen Daumen nach oben und ein Abonnement dieses YouTube-Kanals. Keine Sorge, Fliegen ist wie Fahrradfahren.